Hallöchen miteinander, ein neues Video, ein neues Rezept. Heute habe ich euch einen Special Gast mitgebracht und das ist dieser Kollege hier. Möchtest du sagen, wie du heißt? Ne, ist noch ein bisschen schüchtern. Mein Glücksbärchen hier heißt Klaus Hildegard. Auf diesen lustigen Namen ist eine junge Dame gekommen von meinem Zweitkanal, wo ich dazu aufgerufen hatte. Und Klaus Hildegard wird mich jetzt durch meine Rezepte begleiten und bin gespannt, was er zu sagen hat. Möchtest du den berühmten Satz sagen? Nein. Okay, dann sage ich ihn. Das ist Kochlieb XXL und das ist mein Kanal. Als Zutaten brauchen wir für unser heutiges Rezept eine Scheibe Bauchfleisch, dann habe ich zwei kleine Dosen weiße Bohnen, knapp einen Liter Wasser, eine Dose Tomaten, etwas Sellerie, eine Karotte, zwei Zwiebeln, fünf Knoblauchzehen und Salz, Pfeffer, Paprikapulver, süßes Paprikapulver, geräuchertes Paprikapulver. Mehr brauchen wir für dieses einfache Rezept nicht. Und jetzt werde ich euch auch sagen, was wir machen. Wir machen uns heute so eine Art Bud Spencer Pfanne, also relativ schnelles Nummer. Lasst euch überraschen und los geht's mit der Vorbereitung. Zum Anfang schneiden wir immer unseren Schweinebauch in kleine Stücke. Ich zeige euch mal, wie das ausschauen sollte. So ungefähr. Ich schneide euch mit der Scheibe ab und lasse noch ein Stück dran. So sieht das aus dann nachher. Und genauso wollen wir das haben. Und das machen wir jetzt mit dem Rest noch. Als nächstes schneiden wir unsere Zwiebeln. Die schneiden wir relativ klein. Klaus Hildegard, findest du Zwiebeln gut? Oh ja. Da hat man wenigstens Bettalane nachher. So sehe ich das allerdings auch. Macht Platz im Bett und vor allen Dingen ist es wirklich gut für die Gesundheit. Und ich bin gespannt, das wird was richtig Leckeres. Wir schneiden die Zwiebeln relativ fein. Mache ich das gut so? Ja. Okay. Deine Meinung zählt hier, auf dich hören alle. Als nächstes kümmern wir uns um unseren Knoblauch. Den schneidet ihr so fein, wie ihr bekommt. Sind 5 Stück ausreichend? Oh, can't be enough all the time. Na, sprichst du jetzt Englisch? No. Ich bin auch der Meinung, 5 Stück sollten hier ausreichen und dann ist das okay. Als nächstes habe ich mir meine Karotte vorgenommen. Die teile ich jetzt erstmal. Und die schneiden wir jetzt in ganz dünne Streifen. Ihr könnt die natürlich auch hobeln, aber ich mag es immer gerne, wenn da noch ein bisschen Bissen mit drin ist. Und deswegen schneide ich die am liebsten so. Und jetzt dann einfach in kleine Würfel. Das sollte ausreichen. Hauptsache, es kommt ein bisschen Geschmack rein und darum geht es eigentlich. Zum Schluss haben wir jetzt noch unseren Sellerie und den schneiden wir einfach, wie ihr so gerne möchtet. Ich schneide den ganz gerne relativ klein. Die Blätter nicht vergessen, die bringen auch Geschmack. Und dann sind wir schon durch und dann geht es ans Kochen. Soweit zufrieden, mein Lieber? Nö. Und warum nicht? Dauert so lange, ich hab Hunger. Okay, dann gehen wir ins Kochen. In meine Pfanne habe ich jetzt ganz wenig Öl reingegeben und da braten wir jetzt erstmal unseren Bauchspeck an, damit wir eine richtig schöne Farbe bekommen und das wird schon richtig lecker. Mein Bärchen, das habe ich jetzt mal zur Seite gestellt, weil Klapperlatz hat er noch nicht und deswegen ein bisschen Vorsicht mit dem Kollegen hier.
Wenn euer Speck die gewünschte Farbe hat, dann gebt ihr erstmal eure Karotten hier hinzu. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die dauern ja ein bisschen länger. Wenn da jetzt ein bisschen Knoblauch mit reinfällt, spielt das auch keine Rolle. Aber im Endeffekt solltet ihr das schon ein bisschen trennen. Und die lassen wir jetzt auch erstmal schön mit anbraten. Aber die Hitze reduzieren wir jetzt ein ganz klein wenig schon. Weil es soll jetzt nicht mehr gebraten werden, sondern eigentlich eher gedünstet. Und deswegen Temperatur runter. Ich habe es jetzt 2 Minuten andünsten lassen und jetzt gebe ich unsere Zwiebeln hinzu. Den Sellerie lassen wir noch draußen und unseren Knoblauch. Den sollen wir natürlich nicht vergessen, weil das ist das Wichtigste von allem. Schön alles mit rein und auch schön mit andünsten lassen. Und das gibt es später, Entschuldigung, wenn es ein bisschen lauter draußen ist, das gibt es später den richtigen Bums in unserem Essen drin. Meine Zwiebeln sind jetzt schön glasig und jetzt gebe ich den Sellerie hinzu und den lassen wir jetzt nur ganz schnell andunsten, so maximal 1 Minute, und dann geben wir schon unsere Tomatensauce hinzu und löschen das Ganze mit Wasser später ab. Aus einem ganz einfachen Grund, Tomatenmark nehme ich in diesem Falle jetzt nicht, weil wir haben ja die Tomaten und deswegen ist das ein bisschen fehl am Platz. An dieser Stelle gebe ich jetzt ein bisschen von unserem geräucherten Paprikapulver hinzu. Sollte jetzt nicht zu viel sein. Einfach nur so eine kleine Menge. So sollte das ausreichen, damit wir gleich ein bisschen Grundgeschmack mit reinbekommen. Das lassen wir ganz kurz mit anbraten. Und das riecht schon richtig lecker, Leute. Jetzt können wir schon unsere passierten Tomaten hier hinzugeben. Schön verteilen. Und das wird richtig lecker. Wer mehr möchte, kann natürlich auch noch mehr Tomate mit reingeben. Mir genügt das so. Weil wir löschen das jetzt gleich mit Wasser ab und dann ist das alles okay. Ich gebe jetzt knapp 1/2 Liter Wasser hinzu. Den Rest hebe ich mir auf. Das sehen wir später, wie viel wir davon brauchen. Wir lassen das Ganze hier aufköcheln und dann geben wir auch gleich unsere Bohnen hinzu. Und dann werden wir sehen, wie lange wir brauchen, bis das fertig ist. Aber ich denke mir, das geht relativ zackig. Meine Soße köchelt. Ich reduziere jetzt erstmal die Hitze. Und jetzt gebe ich meine weißen Bohnen hier hinzu. Und wir lassen das nun so, wie es ist, einfach nur gar werden. Die Bohnen sind ja schon vorgeköchelt und deswegen sollte das jetzt so lange dauern. Und ich mag ja gerne ein bisschen Struktur in meinem Essen drin. Das heißt, ich möchte auch noch ein bisschen was von den Tomaten schmecken, die hier drin sind. Also jetzt so lange köcheln. Und ganz am Schluss gebt mir die Gewürze hinzu. Das dauert aber jetzt ein bisschen. Aber wie gesagt, ihr dreht die Hitze jetzt erstmal ein bisschen runter, damit ihr hier mit euch hier nichts anbrennt. Ich habe es jetzt knapp 20 Minuten köcheln lassen und jetzt gebe ich meine Gewürze hinzu. Wir salzen das Ganze erstmal ein bisschen, geben unseren Pfeffer hinzu. Das muss jeder selbst wissen, wie viel er von was braucht. Jetzt kommt mal Chili-Pulver hinzu. Das ist ein bisschen schlecht, das wollte nicht. Geben einfach so ein bisschen was dazu. Einfach damit hier ein bisschen Bums ins Essen kommt. Und last but not least, unser süßes Paprikapulver. Da müsst ihr nicht sparen. So kriegt euer Essen ein bisschen Geschmack jetzt. Falls es euch jetzt trocken wird, eure Flüssigkeit zu schnell weggeht, dann gießt ihr einfach noch ein bisschen Wasser hinzu. Und dann gleicht sich das so aus. Ich lasse das jetzt noch ein paar Minuten köcheln und dann können wir das Ganze schon servieren. So, Experte, möchtest du mal dran riechen? Mmh. Und? Riechst du was? Hast mir gar keine Nase dran genäht. Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Aber schmecken wird es ja später. Da bin ich mal gespannt.
Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch noch servieren. Hat eine schöne Konsistenz bekommen. Ich habe jetzt keinen größeren Teller, deswegen muss ich das hier in so eine Schüssel reinmachen. Das spielt aber im Endeffekt keine Rolle. Und ich denke mir, das ist ein gelungenes Rezept. Und ich werde das jetzt natürlich für euch noch probieren, damit ich euch auch meine fachmännischen Meinung geben kann. Hier ist es. Und ich nehme jetzt mal ein bisschen rein. Ein bisschen heiß. Aber geschmacklich richtig sagenhaft. Bin begeistert. Habe das so heute auch zum ersten Mal gemacht. Ich mache es ja immer normalerweise eine Suppe da draus. Aber ich fand es toll. Was mit dir? Hat es gefallen? Ja? Dann bin ich ja begeistert. Möchtest du hier auf dem Kochkanal bleiben oder möchtest du wieder zu den Häkeltanten? Nein, bleib hier. Okay, ich glaube auch. Hier ist er besser aufgehoben. Wir sind die Leute viel netter auf dem Kochkanal. Und deswegen nehme jetzt unseren Kollegen hier immer mit zu unseren Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie ihr das Teil hier häkelt, könnt ihr mich gerne fragen. Gibt es auf meinem Zweitkanal. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut und tschüss, ihr Lieben.